Hallo und willkommen zurück zu Teso. Also wir waren ja in dem Portal da drin und mussten eigentlich noch mit den Alten reden. Und er hat uns hier wieder hingeportet. Irgendwie ist da was schief gelaufen bei der Aufnahme. Und das kleine Stück fehlt, das sind vielleicht eine halbe Minute. Deswegen nicht wundern. Also den Handwerkstypi brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt da hinten mit ihr reden nochmal. Ihr strahlt eine Aura der Kraft aus. Heißt das, ihr habt die Bücher? Prüfungen. Nun, das ist ein Anfang, schätze ich zumindest. Was ist mit Charlidor? Ihn hat es in einem grellen Blitz von hier fortgerissen. Nicht gut, gar nicht gut. Ich mache mich sofort an die Übersetzung. Aber ich hoffe, dass Charlidor zurückkehrt, um zu helfen. Xarxes Hinterteil! Dann wird das hier eine ganze Weile dauern. Schaut gelegentlich in der Gildenhalle vorbei. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich fertig bin. Okay, das werden wir Haltet tun. in der Das. Zwischenzeit auf euren Okay. Reisen die Augen offen. Es gibt viele verlorene Folianten, die über ganz Tamriel verstreut sind. Wer weiß? Jedes dieser Bücher könnte uns dabei helfen, Charlidors verlorene Inselzuflucht wiederherzustellen. Entschuldigt mich. Ich muss mit dieser Übersetzung beginnen. Diese Runen faszinierend. So, jetzt haben wir eine Verzauberung bekommen. Passt mal auf. Für was ist denn die? Also erstmal die Halskette. Das ist die natürlich besser. War das jetzt für Waffe oder für Rüstungsstück? Wir lassen das. Damit kann man ein Rüstungsstück verbessern. Oder eine Waffe, das lassen wir jetzt erstmal, weil wir jetzt haben wir noch nicht genug Zeug, was wir denn verbessern würden, wollen, können. Tun hättet. So. Drüben haben wir noch eine Quest. Hier müssten wir noch rein. Da gehen wir auch rein, weil das am nächsten ist. Und was haben wir denn da noch hier? So, die Hehle müssen wir noch rein. Okay. Und hier in die Schiffe müssen wir auch noch rein. Wo sind wir denn jetzt? Da. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Seid ihr hierher gekommen, um ein Handwerkszertifikat zu bekommen? Doch nicht das, was ich ausgewählt habe, oder? Ach nee, die Quest wollen wir ja gar nicht machen. Wir machen jetzt erstmal hier alles, weil Osirum ist ja ein neues, ist eigentlich ein Zusatzpack. Ich denke mal, das schickt einen dahin. So, was laufe ich denn gerade rum? Wir müssen hier nochmal in die Gaststätte rein. Hallo Gaststätte. Ihr seid zurück. Was ist geschehen? Ich dachte, ich hätte oben Geräusche gehört. Aber ihr scheint heil davongekommen zu sein. Habt ihr diese Schlange Levesque am Leben gelassen? Martin, der Händler? Wir müssen alles wissen. Gelangt in Lerinos Anwesen. Schaut euch nach etwas um, das Licht auf ihre Pläne wirft. Ich werde hierbleiben und Levesque im Auge behalten. Also bringt alles, was ihr findet, direkt zu Hauptmann Aresin. Nun gut, das machen wir. Na? Das wird ein bisschen verpeilt. Ich weiß nicht, reagiert es irgendwie oder. So, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt. Wo müssen wir denn hin? Wir folgen jetzt mal hier. Ich sehe das gar nicht. Ach da. Gleich um die Ecke. Los geht's. Mal gucken, was hier so gibt, ne? Der hat uns beinahe gesehen. Och man, ich wollte dich nicht töten. Aber wenn es nicht muss, das muss ich tun. Nichts mit verdeckt rumlaufen, wa? Was haben wir denn bekommen? Die
Wir gehen mal lieber auf das Leben. Auf das Leben. Gehen wir mal hoch. Ist ja anstrengend. Der wird echt gut bewacht, der Junge. Buch. Alchemie schon Stufe 3. Der braucht mir ja gar nicht selber leveln. Aber wie reagiert es gerade richtig doof, der Controller, was denn läuft? Was geht denn da? Was? Tötet den Eindringling. Na komm. Das hätte ich blocken müssen. Ist schon ein bisschen heftiger, wa? Okay. Na, Dr. X. Wir haben's. So. Dann sind wir mit denen fertig. Dann gehen wir jetzt mal hier schnell raus. Na, komm. Oh, ich hasse es, dass auf X hüpfen ist, ne? Dass man da bestätigen muss und hüpfen. Wir können hier mal gucken, ob wir hier was klauen können. Gut, Dietriche. Wir brauchen so viele Dietriche. Ein Rezept. Ich weiß nicht, ist das jetzt Heilerware, was ich da habe? Mal gucken. Vorräte hier. Das lernen wir gleich. Nee, hier nicht. Hier dürfen wir also klauen. Nehmt keinen Anstoß. Er hasst jedermann. Okay. Dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Hier hin? Ne, hier hin müssen wir. Dann gehen wir aber jetzt erstmal zum Schiff. Was wir da schon gemacht haben, haben wir schon gemacht. Wir reiten dahin. Deswegen habe ich doch mein schönes... Och, was ist denn heute los? Kontrolle. Der will halt nicht so, wie ich will, merke ich gerade. Hahaha. Ding. Ihr habt noch so richtig gehüpft. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Okay, was ist das? Da kommen wir woanders hin. Ne, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir gehen auf das Schiff hin. Finde Gwen in einem der gesetzlosen Unterschlupf. Okay, Gwen, wo bist du? Hier kann man auch ein bisschen klauen. Wenn das noch funktioniert, ich weiß ja nicht. Jep, seht ihr, da kann man klauen. Wir gucken mal, vielleicht haben wir jetzt Glück
Und wir finden mal so ein Teil, wo ein bisschen Gold wert ist. Mal 40. Das ist ein Dietrich. Und dann zeige ich euch auch, wie man das die Healerware wieder los wird. Cool, Dietrich. Dietriche und so kann man jetzt nicht verwenden. Die muss man dann erst wie soll ich sagen, umfärben. Damit man das dann benutzen können. Umsprayen. Weizen. Weizen so ist eigentlich Schwachsinn, das Zeug mitzunehmen. Wir nehmen jetzt nur das mit, was Gold bringt. So, und überall reingucken. Da wir jetzt so sequent suchen müssen, ist es ja egal, ob wir da jetzt noch darum suchen oder nicht. Wir dürfen uns bloß nicht entdecken lassen. Das ist das Einzige, was wir nicht machen dürfen. Wenn die uns sehen, dann kriegt man nämlich Kopfgeld. Und dann rennen die Wachen uns die ganze Zeit hinterher. Braucht man nicht. Will ich nicht. Kaffee brauchen wir jetzt auch nicht. Ich nehme nur das Zeug mit, was wir verkaufen können. Auf dem Tisch steht, liegt auch manchmal das Zeug drauf. Das ist schon 40 Gold wert. Wir waren das andere Rad wert. Gar nicht drauf geguckt, so wirklich. So. Das hätte auch 40 Gold wert. Mal hier hochgucken. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Warum konnte ich jetzt das Schiff steuern? Oh nein, was habe ich getan? Das ist aber echt neu. Das habe ich noch nie gehabt. Wieso? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Warum kann ich jetzt mit Schiff fahren nach Orito? Da ist es schön, aber wir wollen da nicht hin. Das ist echt neu. Das ist neu. Sorry, dass wir jetzt den kleinen Ladenbalken haben, aber das wusste ich jetzt nicht, dass das geht. Also wenn ihr auf den Schiff seid, nicht an das Lenkrad klicken. Wir fahren dann los nach Orition. So, aber hier hinten vielleicht noch irgendwas? Hallo, mein Panda-Bär-Freund. Wie geht's? Aber hier runter kann man noch. Dann gucken wir hier mal die ganzen Kisten durch. Eine Erdbeere brauchen wir nicht. Noch eine Erdbeere. Also ich mach's wirklich. Die Fässer kann man auch oben, unten gucken. Also man kann jedes Fass hier öffnen. Haben wir das schon? Ja, ich glaube, da war die Erdbeere. Hier können wir nochmal gucken. Leer. Hier ist was drin. Nein, brauchen wir nicht. Ich auch nicht. So. Hefe wollen wir auch nicht. Da wieder 40 Gold. Hat jemand gerade geklatscht? So. Da haben sie gut gegessen, wa? Die lassen sich echt mal gut gehen. Jetzt nicht alles durchgucken. Schweinefleisch könnte man auch klauen, wenn wir wollen. Jetzt haben wir hier nochmal die Fässer, vielleicht... Warte mal, ist noch was Gutes drin? Und das geht halt, wenn man richtig da losfarmt, dann muss es halt schneller gehen. Dann kann man da nicht 5 Minuten da brauchen.
Da rennt man durch, zack, wieder nach oben und dann springt man rüber aufs andere Schiff. Wir müssen so die Tante suchen. So. Und dann fangen wir wieder hier an. Draußen looten ist schlecht, weil manchmal läuft da einer rum und schiebt Wache. Und hier, guck mal, hier sind sogar Münzen. Gold, 12 Gold haben wir gekriegt. Schaukelpferd Nummer 40. Kommt die da hinten, nehmen wir diesmal mit. Auch nochmal 40 wert. Warum mache ich jetzt ganz im Kreis? Okay. 8 Gold. So. Aber wo ist denn jetzt die Tante hier? Ah, oh, schon wieder. Da, nochmal 40 Gold. Und das läppert sich halt zusammen, ne? Das ist echt nicht schlecht. Damit kann man schon ein bisschen Gold machen. Und gerade für den Anfang, wenn man so nix hat, dann farmt man da halt mal eine ganze Stunde los. Und ich denke mal, da bekommt man auch viel zusammen dann. Also in der Stunde. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil die kann ja einen zählen, ne? Dann lassen wir das mal. Gehen die nächste Tür und danach gehen wir dann runter. Wo ist denn die eine? Wir suchen hier eine. Aber ich frag mich, wo die ist. Wuppidu! Guck mal, hier läuft einer rum. Ich glaube, der hat den gleichen Scheiß gemacht wie ich. Hier ist nochmal 40 Gold. Nochmal 40. Das war doch auch 40 Gold, ne? Guck mal da mit. Guck mal. Buchregal. Da guck mal, da stand doch schon dran extra. Ne? Hallo, hier geht's ab. Hier haben wir fast immer nur 40 Goldteile gekriegt. So, aber jetzt müssen wir einen Stock tiefer, um die Tante zu befreien. Die müsste ja hier sein. Auf einem anderen Schiff ist es jetzt nicht. Finde Gwen. Tada. Aber die Unterschlüpfe, die sind doch da, wo man eigentlich das Gold nachher umtauschen kann. Wofür ist ein Gold? Leer. Die Suppe ist auch nicht viel wert. Ist jetzt zwar hier in die Fässern nichts Richtiges, aber da habe ich auch manchmal richtig Glück. Und so ein Teil für 100 Gold haben wir ja noch gar nicht gekriegt. Leiter. Oh, hier doch. Ich sag's. Seht ihr? 100 Gold. Bam. Und dann kriegt man natürlich auch einen Erfolg, wenn man dann viel klaut. Und hier hat man eigentlich seine Ruhe. Wenn man es in der Stadt versucht, da sind halt so viele Wachen. Und die verpfeifen da. Also wenn die einen erwischen, dann ist es echt schlecht. Das ist echt nervig, wenn sie da 5 Stunden an dir, hinter dir herrennen jedes Mal. Dann kannst du halt Kopfgeld ablösen, kannst eine Summe zahlen. Aber dann ist auch alles weg, was du geklaut hast. Die nehmen dir dann alles ab. Und das finde ich dann auch natürlich nicht so schön. Man kann hier sich auch eine Anfangsrüstung zusammenfarmen. Ist nichts Gutes, aber so als hier nochmal 40 Gold. Alter Falter, das gibt echt eine gute Summe. Müssen wir mal nachher gucken, wie viel Gold ich habe und wie viel dann dazukommen. 40 Gold. Was ist das? Deko wachsen immer auch mit. Das weiß ich noch gar nicht, was das bedeutet, also für was man das braucht. Das ist halt noch das Haus. Aber wo ist jetzt die, wo wir suchen müssen? Die müsste doch hier irgendwo sein. Wir haben jetzt beides durchsucht. Und nichts gefunden. Nichts haben wir gefunden. Finde Gwen in einer der... So, dann gehen wir mal das Gold wegbringen und gucken, ob die vielleicht da drin ist. Hallo? Dankeschön. Ich komme aber nicht immer. Das war ein Stock weiter oben. Dafür werdet ihr euch vor den Wachen rechtfertigen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir
ob wir den Eingang schon haben, weil früher musste man erst hier hinten bei den Eingang rein. Dann hat sich erst der da vorne aktiviert. Ich weiß nicht, ob ich den habe, weil ich schon mit dem Spieler das gemacht habe. Oder ob die das jetzt komplett frei gemacht habt. Da habt ihr das jetzt auch. Der Deutschland-Unterschlüpf. Dann gucken wir mal. Hier kommt jetzt die Hehlerwache. Jetzt erstmal schauen, wo das Geschäft dafür ist. Hier seht ihr. Ich verstehe. Hier. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Lasst es mich erklären. Ich brauche einen Partner für einen schwierigen Auftrag. Es zahlt sich aus, doch dazu muss man reisen und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Klingt das nach etwas, was euch interessieren könnte? Ich bin so froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Schiff angeheuert. Trefft mich dort, sobald es losgehen kann. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Bringt ein paar Dietriche mit. Falls ihr keine habt, könnt ihr hier welche kaufen. Oh, und zieht euch warm an. Ich hatte noch nie einen Partner. Ich meine, bei all den anderen großen Aufträgen, die ich gemacht habe, habe ich immer alles allein durchgezogen. Oh, und das recht erfolgreich. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das Treffen wäre zu weit weg. Nun, ich habe im Vorfeld für ein Schiff bezahlt. Ich wusste ja nicht, wie weit ich reisen würde, um einen passenden Partner zu finden. Also für den Auftrag, meine ich. Aber darüber können wir an den Docks sprechen. Okay, dann haben wir hier eine neue Quest. Und hier ist so der Unterschlupf. Hier sind alle Ganoven. Und ich glaube, hier ist doch eine Hehlerbude. Da kommen wir jetzt hier. Bemerkenswert, wie immer zu Dinge von irgendwelchen. So, wie war das jetzt nochmal? Jetzt kann man verkaufen. Warte, wir würden gucken. Ich bin jetzt bei 430. Also 24.430. So, jetzt kann man das ganze Krust, was wir jetzt mal hier bekommen haben, verkaufen. Bam, bam, bam. Jetzt für 100. Brauche ich auch nicht. Daraus, das tue ich dann mal umhehlen. Also bei 430, 600, 700 Gold knapp haben wir gemacht. Jetzt müssen wir natürlich das hier noch umwandeln, ne? Ich kaufe kein Diebesgut. Kaufen, schieben müssen wir. Das schieben wir mal. Komm, die schieben wir auch. Das und drei Dietriche. So, jetzt haben wir die Sachen, sind jetzt geschoben. Da kann jetzt keine Wache mehr sagen, boah, das ist nicht deins. Und es geht ja auch wirklich nur darum, dass wenn ihr entdeckt wird oder ob ihr gefasst wird, ihr habt hier zu tun, ist wirklich alles weg, was ihr bis dahin geklaut habt. Deswegen ist das Schieben ganz gut, wenn ihr jetzt was behalten wollt. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Auktionshaus. Können wir nicht machen. Ich bin noch keiner Gilde. Das ist das Einzige, was ich hier ein bisschen doof finde. Man muss hier in eine Gilde rein, wo ein Auktionshaus hat, ne? Und muss dann, kann darüber nur handeln. Das finde ich immer. Ich weiß, so ein Gemeinschaftshaus wäre viel besser, finde ich. Okay, hier oben ist auch noch eine Quest. Hallo? Ich kenne euch nicht. Und ich will auch nichts mit euch zu tun haben. Ja? Na und? Könnte schon sein. Für den richtigen Preis. Aber Loyalität ist kostspielig. Ihr wisst also, wie der Hase läuft. In der Nacht, in der sie die Stadt verließ, habe ich mich ein wenig in ihrer Bude umgesehen. Doch das einzig Lohnenswerte dort waren ein paar alte Papiere. Ihr habt gut bezahlt, also lasse ich sie euch durchsehen. Sie sind in meinem Rucksack. Okay. Müssen wir mal hier rüber in den Rucksack reingucken. Die Quest kenne ich auch noch nicht. Okay. Da haben wir es doch mal hier ge... Hallo? Ich bin doch auch rübergekommen. Ach, scheiß drauf. Dann finde ich, hier ist echt ein geiler Platz, um die Sache hier zu beenden. Hier ist noch ein Brief rumgelegen. Da können wir uns auch mal ein bisschen umschauen.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, hoffentlich wird es dann ein bisschen spannender. Mal schauen, wir sind ja jetzt Stufe... Was haben wir denn? Stufe 8,5. Also wir brauchen noch 1,5 Level, dann kann man endlich die erste Instanz gehen. Und wie gesagt, alle die wo Bock drauf haben, mit der ersten Instanz zu gehen, ich bin Heiler, nochmal unten in die Kommentare schreiben und wir machen dann auch eigentlich dann gleich was aus. Weil ich denke mal, wenn es mir jetzt besser geht vom Hals, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, werde ich am Wochenende auch einen langen Stream machen und dann kommt auch hier eine Teso-Folge. Ich habe noch einen höheren Charakter, da können wir vielleicht schon in der Instanz gehen. Der ist schon Level 50, auch Heiler. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir da einen Stream draus. Also, meldet euch, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, bis bald.